Hallo, liebe Leute draußen, herzlich willkommen zurück zu Let's Race von Mario Kart für den SNES. So, wir hatten ja das letzte Mal mit Peach den Flower Cup Race geschafft, durchgestartet, gerockt, was auch immer, in der 100 CC Class und jetzt waren wir auch in der 100 CC Class natürlich wieder mit Luigi den Star Cup durchstarten. So, ich bin mal gespannt, ob diese Aufnahme jetzt funktioniert. Und ja, doch, Star Cup Race. Gut. So, es ging gerade alles super, bis ich unterbrochen wurde. Also bis die Aufnahme, besser gesagt, unterbrochen wurde. So, aber egal. So, ich bin immer noch motiviert genug, um das jetzt durchzustarten. Auf dem Koopa Beach mit Luigi. Meine Damen und Herren, das ist ein super spannendes Rennen. Und wir schmeißen Yoshi gleich mal direkt aus dem Weg. Denn Yoshi, Mario und Bowser sind jetzt hier unsere Rivalen. Okay, LSD Mario ist wieder im Einsatz. Ich höre ihn direkt hinter mir. Und ich habe übrigens Murks erzählt, dass die Punkte, die Münzen hier betrifft. Dass man von wegen hier, je mehr Münzen man hat, desto besser kann man in den Kurven fahren. Alles ist totaler Humbug. Es ist nämlich so, es ist immer gut, wenn wir mögliche Münzen haben, denn wenn wir von irgendwas getroffen werden, wenn wir gegen Gegner fahren oder sonst irgendwas, dann verlieren wir Münzen. Wenn wir keine Münzen mehr haben, dann geraten andere ins Trudeln und das ist unvorteilhaft. So, was kriegen wir? Wir kriegen eine Feder, okay. Kommen wir nicht zu nahe, Yoshi. Yoshi muss jetzt hier beweisen, dass er die dicksten Eier hat. So, ah, wir sind immer noch Erster. Wir sind coolsten, wir sind cooler als Yoshi, Mario, Bowser und die... Okay, die hinteren vier Tröten muss man nicht nennen. So, wir sind so cool. So, war aber knapp. Yoshi, das ist ziemlich schnell, du. Dann müssen wir da irgendwas nachhelfen. Dann. So. Was kriegen wir? Wir sind jetzt hier wieder auf Chocolate Island. Und Luakito gibt hier das Startsignal auf Chocolate Island und wir starten wieder durch auf Chocolate Island. Ja, ich glaube, wir haben alle begriffen, dass wir auf Chocolate Island sind. So, gut. Manchmal erkennt er das merkwürdigerweise nicht, dass er das Item benutzen soll, das er gerade hat. Es liegt aber, glaube ich, eher an der Tastatur als am Spiel. Oh, wow. Koopa, fahren wir aus dem Weg. Jetzt aber. Nein. Bowser, fahren wir nicht so nah auf. Nein. Fahr weg. So, Münzen, her damit. So, immer noch Zweiter. Und wir müssen Erste werden für einen zweiten Platz und ein zweiter Platz. Für Zweite ist einfach kein Platz. So, Punkt. Zweite haben in dieser Welt nichts verloren. Ich fahre gerade mitten durch die Schokolade, durch diesen harten Kakao. Das ist ja irgendwie so ein riesiger Kakaofelsen hier. So, aber wir sind noch mehr Erster. Und wir fahren wieder als Erster durch Ziel. So. Wir sind so cool sind. Aber gleich kommen zwei Strecken, vor denen habe ich wirklich Respekt. Vor allem, ja, die zweite davon. Aber die jetzt kommt, die hat's auch noch in sich, glaubt mir, Leute. Oh yeah. Aber, Leute, das haben wir schon mal geschafft. Ich hoffe doch, dass wir das jetzt schaffen. Das ist nämlich hier der Vanilla Lake. Oh yeah.
starten wir mal wieder durch. Diese Strecke ist besonders lustig, weil... weil wegen ist so, nein, weil sie ziemlich rutschig ist. Was hatten wir glaube ich schon mal, ne? So. Sollen wir mal die Münzen noch nebenbei ein? Yoshi, komm mir aus dem Weg, verdammt. Nein, 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 nein. Verdammt. Okay, weiter, weiter, weiter. Nix da mit deinen blöden Yoshi-Eiern. Nein. Ah, ich hasse die Strecke. Ich hasse sie. So. Immerhin ist es schnell vorbei, aber das im Moment tröstet mich das überhaupt nicht. Oh, cool. Mario jetzt nicht. Ich will dich nicht abwerfen. Ich will Yoshi abwerfen. Cool. Okay, wir haben noch einen Notfall. Einen roten Panzer. Und es ging doch erstaunlich gut. Wir sind cool, wir sind super cool. Ja. Und Koopa ist vom Bowser ins Ziel gekommen. Wow. Und wir kriegen sogar ein Leben dafür, weil wir so cool sind. Man muss sagen, die Aufnahme, die ich hier vorher gemacht habe, da habe ich irgendwie, war ich zwar irgendwie ganz vorne, aber ich habe dann irgendwie, also ich war irgendwie so bei erster oder zweiter Platz oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich einen Stern bekommen. Das hat mich irgendwie verwundert, weil ein Stern kommst du eigentlich immer nur so auf den letzten Plätzen. Und da ist mir allerdings wieder eine Geschichte eingefallen. Und zwar, als ich gegen meinen Bruder gespielt habe, also auch im Grand Prix, ist ja auch möglich, zwei Spieler im Grand Prix, und da ist mir was eingefallen. Und zwar, ich war irgendwie ganz hinten, mein Bruder war ganz vorne. Ich bekomme dann einen Blitz, also der Blitz, der alle schrumpfen lässt. Und das war dann so. Erstmal so flippt mein Bruder erstmal aus. Ja, das kriegt er auch noch einen Blitz hier, ne? Okay, zweite Runde war ich auf einmal auf dem ersten Platz, ne? Ja, war ich natürlich auf dem ersten Platz, dann wieder kriegt schon wieder einen Blitz. Mein Bruder denkt so, Alter, das gibt's auch nicht. Wieso bekommst du jetzt einen Blitz? Ne? Keine Ahnung, ne? Benutzt ihn einfach so, bams. Und dann dritte Runde. Alter, jetzt kriegt er schon wieder einen Blitz, das gibt's doch gar nicht, ne? Okay, ist aber witzig, du. Und natürlich bin ich ja Erster geworden. So. Nochmal noch einen Punkt auf unser cooles Konto. Und wir starten durch. Und Bams. So, von dieser Strecke habe ich übelst Respekt. Einerseits wegen den Thrums, andererseits wie die Gegner hier fahren. Und drittens doch wegen der Strecke. Wie die aufgebaut ist. Aber jetzt geht's irgendwie im Augenblick. Also erste Runde ist nett. Die Betonung liegt auf der ersten Runde. Seht ihr, was ich meine, die Thrums? So. Ich habe mich gerade ein bisschen durch die Wand geglitscht, aber egal. Mario, fang mir nicht so da auf. Ich möchte... Nein! LSD Mario wieder. So, fahr weg. Oh, letzte Runde, letzte Aufnahme hier, ne? Ich habe die Strecke, glaube ich, zweimal machen müssen. Und dann ist die Aufnahme irgendwann abgebrochen. Und ich will ja auf jeden Fall mindestens Vierter werden in dieser Strecke. Dritter wäre natürlich besser. Zweiter unvorstellbar. Und Erster wäre natürlich göttlich. So, super. Ich bin erstaunt, wie gut wir hier vorankommen. Aber das war auch in der letzten Aufnahme so. Zwar eine Runde war ich super, ja. Dann passiert mir sowas. Wirklich, genau sowas. Aber irgendwie ganz zum Schluss. Und ich katapultiere mich auf den fünften Platz.
Danke, Yoshi. Danke, dass du mir ausgerechnet dort ein Yoshi-Ei hinwirfst. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Nein, okay. Dritter kann ich mit leben. Okay, super. Ist doch schön. Ist doch schön. Okay. Wieso wirft er mir ausgerechnet dort ein Yoshi-Ei hin? Egal. Yoshi muss jetzt sterben. Das kann ich nicht tolerieren. So, kriegen immer noch 3 Punkte auf unser Star-Point-Coolness-Konto. Wir sind auch immer Erster. Und jetzt müssen wir... ich glaube, jetzt müssen wir mindestens Zweiter werden, oder? Da hatten wir zumindest genauso viel wie Yoshi, aber ich glaube, wenn Yoshi jetzt Erster wird, kommt er auch aufs Treppchen als Erster hin. Also müssen wir Erster werden, verdammt. So. Fahr mir aus dem Weg, Yoshi. Wer baut eigentlich Röhren hier mitten auf der Straße auf? So. Hier ist wieder eine halbwegs vernünftige Strecke. Ich weiß schon, Yoshi wird mich gleich hier mit seinen Yoshi-Eiern zubomben. Da hat er, siehst du, hab ich schon gemacht. Hat er schon gemacht, hab ich doch gesagt. Das ist so schön, wenn er mal selber reinfährt. So wie es Toad neulich mal gemacht hat, wenn er einen Pilz geworfen hat und selber reingefahren ist. So. So, hier durch die Kurven sliden. Okay. Wir sind auch mal cool. Oh, verdammt, wo ist dieser eine Paar von eben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt aber. Oh, oh. Ich hatte gerade total mega Bammel, dass mich mein eigener Koopa-Panzer trifft. Ich wollte ihn ja nach hinten schleudern. Aber irgendwie hat das wieder nicht gemacht. Ich weiß nicht warum. Es gibt ja eine blöde Tastatur. Yoshi! Fahr mir nicht so nah auf. Letzte Runde, oder? Ja, okay. Gib mir bitte einen roten Panzer oder sowas. Das ist kein roter Panzer, verdammt. Das ist überhaupt kein Panzer. Okay, okay, jetzt wird's spannend. Okay, das war knapp. Okay, Leute, wir sind Erster, wir sind wieder Erster. Yeah, Mann, wir sind so cool. Wir sind so cool, yeah, man. Und ich liebe voll diese Luigi-Musik. Was ist das eigentlich? Nennt man das Rumba-Musik? Hm. Wenn nennt das coole Musik? So, Punkt. Oh, wir sind so cool. Komm, voll gut abdancen. Yeah, man. So, 39 Punkte, wir sind cool. Also das heißt, dass wir cool sind, natürlich. Und die Siegerehrung. Und da ist der Pokal. Ich finde, das sieht bei Luigi sieht es am coolsten aus. Congratulations! 100 CC Star Cup Race, Luigi wins the gold. Great race. Ja. Yoshi auf dem zweiten, Luigi auf dem ersten und Mario auf dem dritten. Alle Feindschaften wurden jetzt besiegt und ich schalte zurück ins Funkstudio. Nee, Quatsch, so. Nochmal zurück. Und wie gesagt, das nächste Mal mit Toadie. Ja, jetzt bist du auch mal dran. Den Special Cup. So Leute, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Ich hoffe, es hat euch alles gefallen. Und ja, es war doch noch zum Schluss doch noch sehr spannend geworden. Ne? Alles klar. Klar, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal hier wieder bei Let's Race to Mario Kart oder bei irgendeinem anderen Let's Play. Bis dahin würde ich sagen. Und ciao, euer Martin. Tschüssi, Kasowski-Kinners.